Ja, da kommt er. Mit der Karawane. Nice. Ist da wirklich relativ fix. Ja. Jo. Ja, die haben jetzt schon 200% Movement Speed oder so. Ich will nichts sagen, aber die Hütte sieht wirklich ein bisschen slummäßig aus. Der Favela. Ja, aber wenn du die hast, brauchst du gar keinen Brunnen mehr sogar, oder? Die müssen ja, du brauchst eine Wasserquelle irgendwo in der Nähe. Ja gut, das stimmt. Aber wir hatten ja vorhin geguckt, du kannst ja deinen Water Jar da gar nicht auffüllen drin im Brunnen. Morella Tops. Ja, du, an sich sind das hier große Water Jars. Auf vier Beinen. Ja, das stimmt. Wie viele Perlen brauchst du? Echt, hast du Perlen? Mm. Nice. Ja, ich hab Perlen gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, was mache ich. Muss ich mal zu kurz in das Video gehen? Okay, also das ist, glaube ich, die hässlichste Hütte, die ich je gesehen habe. Alter. Das ist ganz Besonderes. Das ist was ganz Besonderes. Also für... Wie mit hässlichen Babys. Für ein Kopfteil braucht man 3 Perlen, also... Wie viele Leute sind wir? Also, ich Vorschlag Perlen. Zur Güte. Also ich wäre davor, wir machen uns jetzt alles, was wir noch brauchen, Metallzeug und so. Und dann ziehen wir los. Ja. Und suchen uns eine schöne Stelle. Ja. Und bauen dann ein schönes Haus. Also ich bin hier gerade am schönen Schwimmen. Bedeutet, wir suchen eine Stelle und warten dann, bis André ankommt. Guckt euch das mal an, das ist der Wahnsinn. So, 2 Crossbows sind in der Smithy drin. Ja, da bin ich doch dabei. Jo, einer ist noch frei, wer möchte. Der erste kommt, der mal zuerst. Ja, guck mal, der David, ey, setzt sich hin, steht wieder auf. Ja, nice. Scheiße. Ja, ich bin kurz aufgefahren. Jo. Kann ich mal gucken, ob man Wasser verliert, wenn ich auf dem Stuhl sitze? Und? Also bis jetzt ist es nichts. Also, bleibt so. Okay. Hey! Hat er gepeitscht, Arm. In die Richtung. Oh, jetzt rennt er runter, oder? Nee, ganz sagen nicht. Ey, das mit der Peitsche ist so gemein. Aber wirklich. Es ist fies. Ich will auch eine Peitsche. Also das mit der Peitsche, das ist fast so fies wie Pinguine knüppeln. Ey, das ist Lans neue Lieblingswaffe. Wer hat mir jetzt meine Peitsche weggepeitscht? Ich. Oh. Ich will auch eine. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wer hat mir meine Peitsche weggepeitscht? Die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ist gut. Jetzt wird's gleich dunkel. Und wir gehen schlafen. Oh, diese Melodie. Hey. Oh, cool. So wie der noch. Baby. Dankeschön. B zum B. Lecker. Hey, gut. Wo ist der Dino hin? Unsere Viecher machen gerade komische Geräusche wieder. Oh, ja, fängt's dahin zu regnen, ne? Oder was anderes. Sein, ja. Vorhin war es mega jetzt. Ah okay, ja, stimmt. Die machen eine andere Animation jetzt gerade. Jetzt nicken sie und vorhin haben sie sich geschüttelt. Ja, okay. Ja. Ah, okay, dann ist nicken gut wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Jetzt bellen die nach oben, oder? Ja, ja. Was sagen die Wolken? Die Wolken sagen nichts. Die sind voll cool. Ja. Für die süßen Viecher. Hallo. Ja. Ich wette mit dir, das wird dir irgendwann tierisch auf die Nüsse gehen. Oder man hört das gar nicht. Schrub. Wieso? Das ist doch voll cool, finde ich. Das, ja, am Anfang ist das bestimmt cool. Hinterher wird es wahrscheinlich übelst nervig. Nee, die machen das ja nicht so oft. Ja, das stimmt. Keine Ahnung, jede Stunde einmal oder so? Go inside and protect yourself from the sandstorm. Er hat automatisch diese Sicht davor. Ja, die Brille. Sandsturm. Ich sehe aber trotzdem alles normal. Er sieht aus, als würde es regnen bei mir. Oh. Ich bin gefangen. Irgendwie. Alter, wie langsam läuft er. Krass.
Genau. Ne... Also Schaden kriege ich jetzt nicht. Nee, kommt bestimmt noch. Aber man läuft voll langsam und die Kondition... Oh, die Brille geht kaputt. Also ich bin so weit weg, Junge. Die Kondition geht nicht mehr bei mir. Nee. Bei mir auch nicht. Die Brille, die geht... Edit einen Sand. Wie geil ist das denn? Stellt ein Zelt auf, ey. Ich hab keins. Aber einen Sandsturm hab ich noch nie gesehen. Ich will auch mal gucken. Ich bin aber im Zelt, ich hab Schiss. Wo ist mein Zuhause? Komm raus, ich bin auch davor. Kann man rausgucken. Komm einfach raus. Oh, ich seh grüne Schrift. Ja, man verliert Stamina. Man verliert Stamina. Ja, sag ich ja. Also Kondition ist für den Arsch. Aber man kann kriechen. Oder? Ja, bist aber auch nicht schneller. Nee, du verlierst auch Stamina, während du kriegst. Alter, wie krass ist das denn bitte? Boah, ist ja der Hammer. Was ist denn eingetreten? Sandsturm. Oh, geil. Man muss doch nicht mal die Tür zumachen. Nö. Nee, aber man kriegt auch keinen. Achso, ich kann was trinken hier bei den Viechern, ne? Oh, scheiße, Sand. Ich krieg hier die ganze Zeit Sand, ey. Echt? Wie kriegst du denn Sand? Ich will auch Sand kriegen. Durch den Sturm? Ja, ich bin... Ah, jetzt habe ich einen gekriegt. Steht dann da, Edit Sand. Und dann war ich jetzt wieder da. Und holst du später zu Hause aus der Ritze. Ja, auch. Ja. Und aus den Schuhen und den Socken und so. Ja. Ich finde das geil. Ich seh... So. Beam ist gerade ein Sandsturm. Ja. Hat auch gerade erst angefangen. Ja, ich komme rein wieder. Ich habe nur gerade bei Till vorbeigeschaut, da haben die Viecher gerade wieder Töne gemacht. Ja. Ach, streamt der oder was? Jo. Wir haben, vielleicht, die haben gesagt, vielleicht machen die immer andere Töne, je nachdem was vom Wetter kommt. Ja, genau. Ja, ja, das hatten wir auch. Genau. Und Bewegungen auch hatten. Eine andere Animation machen sie, ja. Problem ist, wir können jetzt gar nicht mehr laufen, ey. Sandsturm, der hält uns auf, Stamina ist total verbraucht. Ja, bloß gut, dass ich direkt bei der Base bin. Ja. Ist der Hammer, ey. Ey, die Zelte, die sind so lebensnotwendig, glaube ich, ne? Alter! Hammer, ne? Guck mal deine Kondition. Ja, vor allem, wenn ich überlege, wir haben gestern Battlefield Beta gespielt. Ja, ja! Oh ja, das stimmt. Wir müssen mehr, ne? Wir haben übrigens auch alle jetzt Brillen an. Ich weiß nicht, hast du eine? Ich hab keine. Ich glaube nicht, ne. Der Land wollte ja nochmal Kristalle holen, ne? Aber jetzt bei den Stehsturm. bei den Sandsturm. Ja, geh mal los. Hier, Beam, ich kann dir meine Brille geben. Alter, ist das krass. Naja, du siehst sogar mit, also da. Ohne der Brille siehst du weniger und. Auf dem Boden. Sieht dann cooler aus. Sieht übelst cool aus. Alter. Geh mal raus, das sieht auch cool aus. Gehen wir nicht durch? Ach so. Ach, er zieht automatisch die Brille auf. Das sieht man besser, jo. Ne? Ja. Cool. David, zeig mal, ich möchte das nochmal sehen. Wie soll ich die einem implementiert haben? Ja, sehr viel besser sieht man jetzt auch wieder nicht, aber ich glaube ein bisschen weiter sieht man dann. Ja, jo, ich guck einmal. Übrigens, Antilles und so, die bauen direkt an dem kleinen See. Jo, die habe ich vorhin auch gesehen. Ah. Hier bei dem roten Artefakt. Ja, ich weiß es nicht. Das ist so irgendwie zwei kleine Seen in der Schlucht drin. Gibt es ja eigentlich mehr irgendwo außen oder ist das alles Wüste? Ich hoffe doch, es gibt keinen mehr. Ich weiß es nicht. So, ich hab Halt reingeschmissen. Zwei Metall noch, dann gibt's noch eine Axt. Oh, warte mal, zwei Metall war noch hier im Dings drin. In den Vieh. Da, ich hab sie. Kannst du hier noch was reintun? Mal wurfen irgendwie? Bitte? Willst du in den noch was reintun? Hier ist noch viel Gewicht übrig. Warte. Für wen ist jetzt die Hacke und die Axt? Für Beam dann? Oder für wen? Ja. Alles klar, Beam. Ist denn das Smithy drin? Ja, ich tu das ins Vieh, dann können wir los.
Wollen wir nochmal die Viecher auftanken? Mit Wasser? Jo. Ja, wir können ja loslaufen und die am Brunnen nochmal auftanken. Ja. Haben wir schon einen Kühlosattel? Nee, ne? Oder sollen wir den hier lassen? Was ist mit Molchi? Muss der auch mit? Ich hab den auf Movement Speed geskillt, der kann hinterherkommen. Ja. Ja, ich meine, den Ankylo kann auch einer mit der Peitsche einfach machen. Das ist doch bestimmt schneller. Ja. Ja, ich meine, die können wir eigentlich hier lassen, die beiden. Die sind. Ja, wir müssen probieren. Ja, der Dödel ist super, wenn man Steine braucht. Ja, ich weiß, aber der ist so low, wir finden bestimmt noch einen besseren, macht oder? Macht doch nix. Ja? Okay. Nimm mal erstmal mit. Ja, pass auf, dann kriegt er auch nochmal ein bisschen Movement Speed. Wir werden nur gepeitscht. Geil. Ach, da ist auch Sand drin, stimmt. Der ist wahrscheinlich auch überladen, oder? Der Dödel? Nö. Nee, doch nicht. Hat einer einen Plan, wohin? Nö. Ja, erstmal zum Brunnen. Jo, zum Brunnen und dann gucken wir weiter. Nur so lange, bis wir eine schöne Stelle finden. Ich nehme mal das Zelt mit, ne? Jo. Aber das hat eh nur noch 3 oder so. Echt? Von 300, ja, das bricht eh beim nächsten Mal zusammen. Ich weiß nicht, ob man das hätte bei dem Sandsturm reintun müssen, damit es länger hält. Das Zelt nimmt kontinuierlich Schaden. Okay. Aber wer weiß, vielleicht nimmt es beim Sandsturm mehr Schaden. Ja, doch ganz cool. Wow, das sah komisch aus, als du den Baum abgebaut hast. Ein bisschen. Lass Molchi kommen. Wieso kann ich denn nichts trinken hier von diesem Water-Ding? Ist der leer? Steht da 0? Da steht 1000 von 1000, aber steht nur Excess Inventory. Nee, muss mal ganz nah rangehen drüber. Ja, steht trotzdem nur Excess. Guck mal, E gedrückt. Warte mal, ich guck mal. Ah, okay, E gedrückt geht. Ja, okay, dann hat sich's irgendwie umgestellt vielleicht. Also theoretisch ist es jetzt so, desto weiter wir uns nach Norden bewegen, desto härter werden die Viecher. Ja? Also, zumindest laut Spahn. Aber ein Stückchen geht ja jetzt schon, wir sind ja auch schon ein bisschen weiter. Jo. Ein kleines Stück nach Norden können wir gehen. So. Kann ich Lustmolchi nicht tragen? Och Mann. Ist das zu langsam? Der 352 Movement Speed ist immer noch so langsam. Oh. Oh, noch eine Wasserstelle. Aber der macht ja eine andere Animation mit Linksklick. Wow, da hinten, großer Drache. Alter! Geradeaus lang geradeaus. Der ist wirklich riesig. Alter! Ich glaub, da sollte man nicht hingehen. Der fett. Oh, da kommt gefährlich nach. Alter, nein! Lauf! Ferngläser hat noch keiner, ne? Nee. Nein. Ah, verdammt! Wo ist der denn? Hinterm Berg links jetzt. Der sieht krass aus. Also die sehen wirklich mal beeindruckend aus. Ich würde mir den ja gerne mehr aus der Nähe angucken, aber ich glaube, uns nicht. Ich glaube, der guckt sich uns gleich aus der Nähe an. Ja, glaube ich auch. Wo ist der Drache? Was denn? Ui. Guck mal, wie viel Schaden er macht. Ey, lock den nicht hier hin. Lustmolchi, komm, Lustmolchi. Nicht zum bösen Drachen. Boah, wir werden jetzt bestimmt von so einem Sandwurm angegriffen oder so. Ach, die gibt's ja auch. Ja, ich sehe da vorne ganz viel Sand. Oh. Das wird spannend da. Sieht man so aus, als würde sich da ein Sandwurm drinnen wohlfühlen. Lass mal die Raptoren wegmachen. Das ist die Raptoren, ja. Ein bisschen Heidknochen. Kampfmusik. Der Drache ist ziemlich nah. Jo. Ja, macht doch nichts. Alter, ich will so einen Drachen haben. Ah, guck mal, da ist so ein Stachelvieh. Du Scheiße. Ja, rechts vor uns. Haben wir Betäubungsweile ordentlich da? Haben wir. Wollen wir mal so ein Ding tame? Ein Stachelvieh? Also ein bisschen blöd mit dem Drachen im Hintergrund, oder? Ist halt die Frage, wie lange das dauert. Ja, nee, das. Also ist eine schöne Aufnahme mit dem Drachen im Hintergrund. Das Stachelvieh sieht auch cool aus.
Ja, das wirft vor allem Stacheln. Vorsicht, die Viecher sind aggressiv und die betäuben einen. Oh. Kann mal einer gucken, welches Level der hat? Ja, warte. Putz dort. Ah, Katze! Level 80. Joa, aber wo ist die Katze? Nice. Wo ist die Katze? Gebolert. Ah, hier ist es irgendwie ein bisschen wärmer. Ey, sogar Lustmolchi hat angegriffen. Komm mal her. Erstmal passiv. Ja, komm, lass das mal probieren hier. Wir können auch gerne den Drachen tanken. Kein Problem. Ja. Mhm. Hast du eine Trophy? Der ist gelandet. Der wäre mir sogar lieber. Jupp. Warum ich? Die Musik ist cool mit ihm. Nein, wer passiv. Sag mal, was greift denn da den Drache gerade an? Was? Der Drache wird angegriffen? Ja, der wird von so zwei Viecher angegriffen. Jetzt muss ich mir auch so näher angucken. Ich sehe das gerade nicht. Aber tatsächlich. Ich sehe das gerade nicht. Ich hätte zu gerne jetzt in der... Ah, wieso haben wir kein Fernglas? Da. Die sind gerade zum Drache hingerannt, obwohl der nichts gemacht hat. Okay. Ein Terrorbird ist das. Alter, Ameisen! Wo? Hier. Bei uns. Yo. Team. Aufladen, der ist fast tot. Nee, du hast mich geschlagen. Ja. Thorny Dragon. Ich finde es sehr schön, wie der Lustmolch immer dabei ist. Ja. Ist echt der Beste. Kann ich ihn leveln immer noch nicht? Ja gut, ich finde vielleicht davon, das hier ist vielleicht gar nicht so schlecht. Daneben ist dann gleich eine Sandwüste und so. Und hier sind noch Greifen. Ja, hier sind noch Berge, das ist auch nicht schlecht. Das hier haben wir Metall. Boah, guck mal die Spitzen da hinten, ey, diese spitzen Berge. Meint ihr, es lohnt sich hier mal Water zu skillen? Keine Ahnung. Das hab ich mir auch schon mal gefragt. Ich weiß es nicht. Beam, wie viel hat deiner noch Leben? Noch ein Adler rechts. Genügend. Ein Adler und ein Schießen. Jo, der hat mit wem anders zu tun. Da vorne ist ein Saber. Die Felsen sehen auch übelst fett aus. Ja. Da vorne, wollen wir da vorne bauen? Im Wasser? Terrorbird. Jo, das Wasser sieht gut aus, mal gucken. Jo. Gutes Wasser. Boah, die hohen Gebirge, ey, die sehen so Western-Style-mäßig geil aus. Aber weißt du, wie die das hier wahrscheinlich gemacht haben? Anstatt tiefen Ozean hast du hier einfach Sandwüste. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Das ist bestimmt eine Fata Morgana. Du meinst, das Wasser ist eine Fata Morgana? Ja, da ist bestimmt kein Fluss. Wäre lustig. Das wäre super lustig. Oh, hinter mir ist ein Wolf. Hola ihn. Hab ich. Nice. Sehr kaputt machen. Das ist Level 4er, ja, den kannst du töten. Den brauchen wir. Was ja? Da sind sogar Fischis drinne. Die kannst du cool, angeln. Cool, da kann man angeln. Nice. Oh, Alter, schön. Mit Mucke. Cool. Und ein Metall. Hier ist ein Metall. Doch keine Fata Morgana. Nee, sieht nicht so aus. Hier ist ein Metall? Ah, ja, hier steht ein Metallblock im Wasser. Yo. Hä? Nee. Wo? Oh. Wie geil. Denk. Erstmal eine Runde planschen hier. Jo, hey. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Hat gerade echt was. Erfrischendes. Platschen. Ja, 51 Grad Platschen. Aber auch gerade. Das ist echt nötig. Ja, aber wir. Aber sogar Lustmolchi planscht. Kurz zu mir kommen, kurz. Oder warte, mit dem Raptor der? So, die Frage ist, wollen wir hier bleiben? Dankeschön. Also, ich wäre dafür. Ja, warum nicht? Okay. Nein, gibt bestimmt hier wieder nochmal was Cooleres, aber warum? Eine Ruine? Wo? Ja, in die Richtung, die ich gucke. Wo guckst du denn? Wir gehen ja nachher. Oh, Alter. Lan, wir sterben, ey. Du? Ach, hier. In Richtung. Die Richtung. Mit diesen Spitzen da. In Richtung Süden. Cool.
Ey, ich fahre ja übelst diese Sonnenbrillen. Irgendwie sieht das übelst fett aus. Lust, Mulchi, ja. Komm. Nimmst du denn auch nachts mit ins Bett? Ey, der ist voll knuffig. Also, ich dachte, der wäre irgendwie hier eine Höhle oder so, Alter. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist er hier in der Nähe irgendwo was. Ja, ich wäre cool. Ich dachte, da ist auch was Besonderes. Also, Lan, da hast du ja Erwartungen geschürt. Aber nicht ich bin auch Beacons haben wir gar nicht gesehen, ne? Ne, Beacons gibt's hier nicht, wie es aussieht. Ne. Oder hast du die einfach nur ausgestellt? Das könnte auch sein, dass die ausgestellt sind. Das kann auch sein. Ja, das kann sein. Oh, hier gibt's einen Gallimimus, hier gibt's Fahrräder. Fahrräder. Okay, was machen wir? Gehen wir am Fluss oder? Also ich würde jetzt erstmal hier bleiben. Jo. So, weil hier ist doch machen. Toll, hier ist doch eine riesen Freifläche bei dem Baum an dem großen Felsen. Hier, ne? Ja. Das ist eine Idee. Also schlecht ist es ja auf jeden Fall nicht. So, gut. Dann würde ich erstmal mich an dieser Stelle verabschieden. Ich gehe ins Bett. So, aber ich bin gespannt, was uns hier noch so alles erwartet. Also es kann übrigens auch hin und wieder mal sein, dass die Leute auch schon ein bisschen ohne mich weiterbauen und so, ne? Aber ich werde versuchen, immer wenn was Interessantes passiert, dann am Start zu sein, auf jeden Fall. So, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Komm. Nee, scheint Beizung. Doch irgendwie halbwegs okay zu sein, ne? Bevor es ins Bett geht. Ich peitsche hier ab, Alter. Was ist hier los? Also ich weiß es nicht. Wir können auch gerne noch weiter gucken, aber... Dann schmeiß mal all dein Zeug in den Dino rein und ersäuf dich. Okay. In einem tollen Pool hier. Wir können auch tot peitschen. Also meine Rüstung hau ich auch noch rein, ja. Jo, schmeiß mal alles rein. Oh, das ist eine geile Sicht hier. Das wollte ich.